Herzlich willkommen hier in der Friedhofskirche Wuppertal-Elberfeld zu einer Kantatenandacht zum Sonntag Jubilate. Wir begrüßen Sie sehr herzlich an Ihren Bildschirmen. Wir, das ist das Ensemble Ölberg Musik mit Dorothea Brandt, Sopran, dem Solo-Oboisten des Wuppertaler Sinfonieorchesters Andreas Heimann, der Cellistin des Sinfonieorchesters Wuppertal, Karin Gneissen-Neumeister. Mein Name ist Thorsten Pech. Ich bin hier in der Gemeinde Elberfeld-Nord als Kantor tätig, darüber hinaus als Konzertorganist und Dirigent. Wir beginnen diese Stunde jetzt mit einer Solokantate aus dem harmonischen Gottesdienst von Georg Philipp Telemann. Telemann, 1681 in Magdeburg geboren, komponierte dieses Werk als Hamburger Musikdirektor in den Jahren 1725-26. Er hatte bis dahin schon 72 Solokantaten geschrieben, es sollten noch zahlreiche folgen. Dem Kantatentext liegt ein Bibelwort nachzulesen im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel zugrunde. Die vierteilig angelegte Kantate in der Form jeweils eines Rezitativs mit nachfolgender Arie nimmt die Aussage des Sonntagsjubilate auf. So fühlt man sich erinnert an Johann Sebastian Bachs große Jubelkantat »Jauchzet Gott in allen Landen« hier in der zweiten Arie dieses Werkes von Telemann, aber hören Sie selbst. Oh,
Während Telemann, wie auch Bach und Händel, musikalische Größen der mitteldeutschen Musiktradition waren,
ist der Name Johann David Heinichen eher unbekannt geblieben. Dabei hatte Heinichen 1683 geboren die besten Voraussetzungen mit den besten Lehrern der Zeit an der Leipziger Thomasschule, denn dort unterrichtete Johann Schelle und auch Johann Kuhnau. Von denen wurde er ausgebildet, bevor er dann auf Wander- und Lehrjahre ging, nach Weißenfels, nach Naumburg, nach Köthen, wo später auch Bach war, und sogar bis nach Venedig. Von dort aus holte August der Starke 1716 den Komponisten an den Dresdner Hof. Und der Lutheraner Heinichen komponierte fortan nicht nur die höfischen Musiken, sondern auch die katholische Hofmusik. In diesem Zusammenhang entstand auch die Komposition des 127. Psalms. Thank you.
Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach sind im gleichen Jahr geboren, 1685. Und so blicken wir derzeit auf die 335. Geburtstage dieser beiden Komponisten zurück. Händels 9 deutsche Arien erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Sie entstanden in den Jahren 1724 bis 1727, also etwa im gleichen Zeitraum wie das Werk von Heinichen, das wir zuvor gehört haben. Händel lebte allerdings zu dieser Zeit schon 16 Jahre in London, wo er ja auch später seine großen Triumphe feierte. Wer kennt nicht seinen Messias und das berühmte Halleluja? Vom Hamburger Prediger und Textdichter Barthold Heinrich Brockes übernahm er die Worte als Grundlage für die deutschen Arien, deren Umsetzung er schon im musikalischen Stil der frühen Empfindsamkeit ausdeutete. 2 Arien werden jetzt gesungen, einmal das zitternde Glänzen der spielenden Wellen und dann die sehr kantable Arie »Meine Seele hört im Sehen«. Thank you.
Den Abschluss der heutigen Kantatenandacht bilden drei Arien von Johann Sebastian Bach. Bach, in Eisenach geboren, war nach Lehrjahren in Lüneburg und Lübeck, zunächst als Organist in Arnstadt, danach in Weimar und in Köthen tätig, bevor er 1723 als Nachfolger Kuhnaus in das Amt des Thomaskantors berufen wurde. Ursprünglich hatte der Rat der Stadt Leipzig Telemann favorisiert, doch dieser lehnte ab. Und so nahm man Bach als zweite Wahl. Es sollte allerdings die erste Wahl für die evangelische Kirchenmusik und das bis zum heutigen Tag werden. Aus seinem reichen Kantatenschaffen haben wir drei Arien ausgewählt, beginnend mit »Ich will auf den Herrn schauen« aus der Bach-Kantate Nummer 93, »Wer nur den lieben Gott lässt walten«. Zitate und Anklänge dieser bekannten Melodie sind auch in dieser Arie zu hören. Es folgt danach die Eingangsarie aus der Kantate 84, »Ich bin vergnügt in meinem Glücke«, und dem Namen des Sonntags Jubilate gemäß zum Abschluss dann aus der bekannten Hochzeitskantate Bachwerk Verzeichnis 202 die Jubelarie »Sich üben im Lieben« mit einem temperamentvollen, tänzerischen Dreiertakt in strahlendem D-Dur komponiert. Vielen Dank schon jetzt, dass Sie uns auf diesem virtuellen Weg zugehört und uns begleitet haben. Wir freuen uns, wenn Sie die Auswahl barocker Kostbarkeiten angesprochen hat, und freuen uns noch mehr, wenn Sie uns zukünftig auch live, sobald es hier in dieser Kirche oder an einem anderen Ort wieder die Möglichkeit dazu gibt, mit dem gesamten Programm einmal anhören wollen und unser Konzert besuchen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und behütet. Auf ein fröhliches Wiedersehen freut sich Ihr Ensemble Ölbergmusik. Thank you.